Ich bin Dennis. Das ist Divya. Hallo. Ich bin Dana. Wer bist du? Dalina. Ich bin Delani. Ich bin Dion. Und zusammen sind wir Team Dietmeier. Hallo, es gibt schon wieder ein neues YouTube-Video. Heute mal mit Dennis. Wir sind jetzt am Frankfurter Flughafen, sogar mal pünktlich, ohne Stau. Mal sehen, ob wir auch pünktlich abfliegen. Das wäre es ja mal. Wir verbringen das Wochenende in Hamburg ohne die Kinder. Alle sagen schon wieder, nimm die Pille. Ihr habt den Storch gesehen. Also ich habe ihn gesehen, Dennis hat ihn ja nicht gesehen. Deswegen war er aber trotzdem da. Deswegen, ja, wir verbringen das Wochenende in Hamburg, weil Dennis ja am Sonntag das Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart im Volksparkstadion wird. Das wird, glaube ich, ein bisschen komisch, da mal wieder zu Besuch zu sein. Aber heute ist erst Freitag, das ist erst Sonntag. Wir gehen schön essen mit unseren Freunden, wir gehen ein bisschen bummeln. Ich habe noch mal einen Arzttermin wegen meiner Augen-OP. Die habe ich jetzt ja nun auch schon fest. Und da müssen wir noch ein paar Gespräche führen. Ja, jetzt fliegen wir erstmal los, hoffe ich. Und dann nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Ich muss einen Mordfall aufklären, ich kann nicht. Usch, hast du das gesehen? So, Hamburg. Da sind wir wieder. Mit dem Mietwagen. Da sind wir wieder. Komisches Gefühl. Wir haben uns gefragt, ob wir wissen, wo das ist. Wussten wir nicht. Wir waren hier schon 100 Millionen Mal am Flughafen, aber noch nie mit dem Mietwagen. Du wusstest. In Hamburg fahren wir ohne Navi. Und im kleinen Dorf, wo wir wohnen, brauchen wir für jede Strecke Navi. Hallo. Das sieht ja cool aus. Mit so Balken. Wow. Kuschelig, kuschelig. Wo gucken wir hin? Oh. Auf die verregnete Dachterrasse. Bisschen vom Pauli-Stadion sehen wir. Die oh ja, das Flutlicht. Das Flutlicht vom Spiel Pauli gegen Bremen. Freundschaftsspiel. Können wir sehen. Cooles Zimmer. Richtig geil. Ja. Gibt es ja auch einen Fernseher? Ach, wow, hier so in der Wand. Krass. Die Dusche ist hier. Guck mal, das hier ist schon das Badezimmer. Hä? Krass. So, auspacken. Guten Nacht. Wir müssen essen gehen. Jawohl. Kurz umgezogen. Ich zumindest. Jetzt treffen wir unsere Freunde und gehen lecker Sushi essen. Hallo. Hallo. Gestern Abend habe ich wieder nicht so viel gefilmt, weil mir das im Restaurant immer ein bisschen unangenehm ist, wenn so viele Leute da sitzen. Jetzt waren wir schon beim Doktor und haben alles für meine OP besprochen. Jetzt sind wir in der City, treffen uns mit unserer Länderspielpausen-Gang, Matze und Ann-Kathrin. Dennis ist ein bisschen müde, der hat nicht so viel geschlafen. Der war noch auf dem Kiez. Das muss man machen, wenn man in Hamburg ist. Und das vorm Spiel, Mausi, das finde ich nicht in Ordnung. Oh, warte mal, hier habe ich was gesehen. Guck mal. Moin. Okay, wir bummeln jetzt ein bisschen durch die Hamburger City
und shoppen ein bisschen. Wir liegen mitten am Tag im Bett. Das Einzige, was ich von meinen Kindern mit habe, ist die Sabba auf meinem Schlaf-T-Shirt. Wir waren ein bisschen in der Stadt, haben ein paar Freunde getroffen. Jetzt liegen wir hier und gucken Blaulichtreport. Es gibt ja um die Uhrzeit Samstagnachmittag echt nur Scheiße im Fernsehen. Ja, wir ruhen uns jetzt ein bisschen. Blaulichtreport. Nee, auf Streife. Oder so, keine Ahnung. Heute Abend gehen wir wieder schön essen. Und dann die Bar. Und das war es auch schon wieder. Hier ist Regen, Regen, Regen. Oma hat mit den Kindern wieder 23 Grad Sonne. Also das Thema hatten wir ja gestern schon. Immer wenn ich weg bin, ist schönes Wetter. Aber egal. Wir erholen uns jetzt ein bisschen. Und dann geht's weiter. Tag des Spiels. Es laufen die Vorbereitungen im Hotelbadezimmer. Werden die sonst immer sauber gemacht bei euch? Nee, ich hab's mal vergessen. Kann ja passieren. Naja, kam ja auch überraschend. Da steht der drauf. Delani, Dion. Talini, Divi. Und ich? War kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Es geht los. Wie fühlen Sie sich? Fit. Aufgeregt? Aber so. Ich glaube auch, dass das ganz schön aufregend wird. Für mich. Wir gehen jetzt zur offiziellen Spielervorstellung. Mal sehen, ob ich da mit meiner Kamera reinkomme. Ob ich da überhaupt reinkomme. Ich bin ja nun kein Spieler. Aber wir versuchen es mal. Geht's dir? Guten Tag. Hallo, Dana, hallo. Ja, danke für die Einladung. Da fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, also da habe ich ja inzwischen eine Show. Aber ich bin sehr gerne mit vorbei. Es ist ja zwar schade, dass du weg bist, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Machst du doch heute. Ja, heute schon. Ja, aber es ist schon. Nee, oder? Ist in Hamburg und sagt mir nicht Bescheid, der Drecksack. Hey, weißt du was? Ja. Du bist vergessen, fast mal Füße gefahren. Nicht hier? Ja. Da sind die gerade. Oder welche Füße? Mal, wie parkst denn du da wieder? Das war ich. Dein Auto. Leider nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nur der Ersatzbus. Der ist nur von außen HSV. Naja, reicht. So, wir sind jetzt da. Ja. Schon ein bisschen komisch. Für mich schon. Aber auch schön. Auch die alle wiederzusehen. Aus der alten Zeit.
paar mehr Kinder. Aber hat er 45 Sohn. Er hat 199 Mal das Trikot des HSV. 66 Tore. Er ist der letzte Spieler, den ich hier jemals im Volksparkstadion umsagen werde. Und er ist der Mann, wegen dem wir heute alle hier sind. Hier ist unser Kapitän. Hier ist unsere Nummer 23. Hier ist Raphael! Spiel ist unser Tor hier mit der Nummer 2, Dennis!
Spiel weiter bis zum Schluss. Schiri, weiter. So, wow. Das war echt ein toller Nachmittag. Ich hatte ein bisschen Angst, wie die Fans reagieren, wie ihr reagiert, als Dennis eingelaufen ist. Aber ich war sehr, sehr aufgeregt und ich war am Heulen, als dann sein Name kam und alle seinen Namen gerufen haben. Und ja, und dann als er eingewechselt wurde und wieder alle seinen Namen gerufen haben und jedes Mal, wenn er den Ball hatte, haben alle gerufen, schieß! Und ja. Er hat Rafa die 2 Tore vorgelegt. Er hat gesagt, er wollte nicht selber drauf schießen. Das war Rafas Tag. Und also das Licht ist hier gut. Ja, ja. Viel Schminke hilft viel. Ich habe viel geweint. Ich war sehr emotional. Wieder im Stadion, im alten Wohnzimmer, wo wir 8 Jahre, jeder dicke Bauch von mir wurde da reingetragen. Jedes Baby, neugeboren, wurde da reingetragen. Und jetzt so wirklich als Gast. Das war schon krass. Aber es war schön. Ich habe jetzt meinen Glitzerfummel angezogen. Jetzt geht die wilde Party los. Wir machen zwar schon seit 2 Tagen Party hier mit Rafa. Ist immer Party. Er ist wirklich, ich mag Raphael so gerne. Seine Frau, jetzt seine Freundin, seine Tochter, seine Familie wiederzusehen, sein Bruder, alle. Es ist so schön. Für Dennis ist es echt wie so ein Klassentreffen. Diese ganzen Spieler, mit denen er mal gespielt hat oder die er auch einfach so kennt, Namen, die ich gar nicht kenne, wo er meint, diese Torwartlegende. Kenne ich nicht. Egal. Dion wollte das Trikot von Robin. Das war der einzige, den er kannte. Der wollte sein Trikot aber natürlich auch behalten. Dann hat Dion gleich geweint, als er das gehört hat. Egal, das kann jeder verstehen. Dennis hat sein Trikot auch behalten als Andenken. Das liegt hier. Ja, jetzt geht die Party los. Ich freue mich. Ich habe Hunger. Unsere Freunde kommen, alle kommen und es wird bestimmt witzig. Ich nehme natürlich ein bisschen meine Kamera mit. Der Stalker ist unterwegs. Ja, ich freue mich. Alltag kehrt hier ein. Gehen dann die Koffer besser rein? Ja. Na dann. Wir fahren aber zu, ne? Wieso, hier ist doch gutes Wetter. Geht's natürlich auch. Und jetzt machst du wieder zu? Ja. Ich packe meinen Koffer ein. Ja, ich packe meinen Koffer ein. Hast du die Tasche vorne oder die hinten? Bestem Wetter gelandet. Dennis muss jetzt zum Training Fußballschuhe wieder mitnehmen und ich muss erstmal meinen dicken Pulli ausziehen, mir ist warm. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.